Ah, meine Freunde! Mein Name ist Hendrik van der Berg. Ich komme aus den Niederlanden. Genauer gesagt bin ich der Graf von der Gelderland. Und ich bin ausgebildeter Diplomat. Richtig gehört. Im Jahre 867 bin ich nun Herrscher von Gelderland und muss schauen und will schauen, dass mein Gelderland groß, stark und mächtig wird. Gute Krieger wir haben in der Gelderland, aber Krieg ist nicht alles. Deswegen, ich sage immer, Diplomatie kann auch ein Weg zu großem Erfolg werden. Aber halt, Diplomatie kann man natürlich nur machen bei einem guten Fest, mit gutem Alkohol, mit leckerem Essen und viel toller Gesellschaft. Das ist meine Devise als Hendrik van der Berg. Lernen Sie mich gerne genauer kennen. Lernen Sie den Diplomaten Hendrik van der Berg kennen, aber auch den Grafen, der Geldern größer und stärker machen wird in den Niederlanden und über den Niederlanden hinaus. Hendrik van der Berg, das ist der Name, den Sie sich merken müssen. Aber Hendrik van der Berg, meine Freunde, wird nicht der Einzige sein, der zu verfolgen ist. Sie können Hendrik van der Berg verfolgen in eine Chronik, die sich Twitch nennt. Twitch ab 18.45 Uhr bei jemanden namens Gaius Julius Caesar. Wer auch immer diese Person ist, wir werden sie auf jeden Fall einladen zu unserem nächsten Fest. Wir werden guten Wein anbieten neben unserem leckeren Bier aus der Gelderland und leckeres Essen. Und dann werden wir uns unterhalten mit diesem Gaius Julius Caesar. Wir hörten auch schon, dass irgendwo in der Welt irgendwelche göttliche Wesen unterwegs sind. Das kann sich Hendrik van der Berg nicht vorstellen. Am Ende des Tages gibt es doch nur eigentlich den einen Christengott für uns, nicht wahr? Wobei Hendrik van der Berg nicht gerade der Mann war, der vielleicht jede kirchliche Messe besucht hat. Da war das ein oder andere Fest immer ein wenig dazwischen gekommen. Aber wie gesagt, 18.45 Uhr auf dieser Chronik-Plattform Twitch könnt ihr nicht nur Hendrik van der Berg und sein Wirken in Europa beobachten. Nein, ihr könnt auch noch andere 40 Herrscherinnen und Herrscher in der ganzen Welt beobachten, die alle versuchen, ihr Glück für ihre Dynastie und für ihr Land zu machen. Deswegen seien Sie dabei. Hendrik van der Berg lädt Sie alle ein zum größten Fest aller Zeiten. Game of Gods. Hendrik van der Berg ist mit am Start und dann hoffentlich auch ihr. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Vergnügen. Bis heute Abend, Hendrik van der Berg ist raus.